Okay, super. Ich brauche nur noch ganz kurz meine Kopfhörer. Ja. Oh Gott. Oh, verdammt. Okay. Ich denke, wir alle kennen dieses Problem. Zumindest jeder, der schon mal schnell die Kopfhörer brauchte oder auch die Weihnachtsbaumbeleuchtung vom Boden vom letzten Jahr runterholen musste, der weiß, wovon ich rede. Lange Dinge tendieren einfach dazu, sich hoffnungslos zu verknoten. Aber wenn wir es schon nicht schaffen, unsere Kabel organisiert zu halten, wie schafft es dann eigentlich unser Erbgut, sich nicht so zu verknoten? Denn unser Erbgut, das ist DNA. Ein langes Molekül, in dem der komplette Bauplan drinsteht, um zum Beispiel einen neuen Menschen zu bauen. Nun ist dieser Bauplan nicht geschrieben wie eine IKEA-Bauanleitung Seite für Seite, sondern in unserer DNA steht unser Bauplan in einer Zeile hintereinander weg. Und aus diesem Grund ist unsere DNA sehr, sehr lang. Sie ist so lang, dass unsere Zellen sie in einem Zellkern verpacken. Und wäre dieser Zellkern so groß wie mein Rucksack hier, müsste jeder unserer Zellen circa 500 Kilometer DNA hier reinbringen, ohne dass sich die DNA verknotet. Denn was passiert, wenn sich DNA verknotet? Das kann man sich sehr leicht vorstellen. Wenn ich jetzt eine Zelle wäre und das hier meine verknotete DNA und ich als Zelle möchte mich teilen, dann passiert Folgendes. Das Erbgut zerbricht und der Bauplan ist zerstört. Und tatsächlich sind solche zerbrochenen DNA-Stücke eine häufige Ursache für Krankheiten wie zum Beispiel Krebs. Wie also schafft es unser Erbgut, sich nicht zu verknoten? Und hier kommt meine Forschung ins Spiel. Ich bin ein Biophysiker, das heißt, ich versuche zu verstehen, wie das Leben physikalische Probleme wie eben das hier löst. Nun würden wir gern in den Zellkern reinschauen, aber die DNA dort drin ist so dicht verpackt, dass wir nur sehr wenig erkennen können, selbst mit unseren besten Mikroskopen. Aus diesem Grund habe ich mir Teile der DNA aus dem Zellkern herausgeschnitten und habe diese auf eine Glasoberfläche aufgebracht, sodass ich mir einzelne kleine DNA-Stücken direkt im Mikroskop anschauen kann. Und damit konnte ich etwas Faszinierendes beobachten. Ich konnte sehen, wie ringförmige Proteine, man kann sich die vorstellen, wie kleine Motoren auf der DNA binden und diese zu Schlaufen organisieren. Und dieser Prozess passiert überall auf unserem Erbgut. Auch gerade in Ihnen, in diesem Moment, ist eine Armee von kleinen Proteinmaschinen nur damit beschäftigt, Ihr Erbgut zu sortieren und zu verhindern, dass es endet wie meine Kopfhörer. Vielen Dank.